Smarana, ihr Lieben, es gibt jetzt von mir eine neue kleine Serie und zwar werde ich euch in kurzen Videos Tipps geben, wie ihr euch spirituell weiterbilden könnt, einfach kleine Übungen euch vermitteln, die ihr so nebenbei im Alltag immer wieder mal machen könnt, einfach darum, dass eure spirituellen Fähigkeiten sich immer weiter entwickeln können. Und dann dachte ich, fange ich doch gleich mal mit dem dritten Auge an, denn das ist ja das, wo ja von allen Menschen sich so sehr gewünscht wird, dass das dritte Auge so weit wie möglich aktiviert ist. Mit dem dritten Auge ist es so eine Sache, denn das dritte Auge braucht einfach so seine Zeit und es darf auch nicht unter Druck gesetzt werden. Das ist wichtig, dass ihr das wisst. Also macht diese Übung, die ihr jetzt gleich von mir bekommen werdet, einfach spielerisch, macht sie neugierig wie ein junges Kind, wie ein kleines Kind und völlig egal, was dabei herauskommt. Also setzt euch nicht unter Druck, denn sobald ein Druck entsteht, werden die Energien, sind die nicht mehr frei und werden dann auch nicht so reagieren, wie man es eigentlich gerne hätte. Und ich empfehle euch also, diese Übung so oft wie möglich zu machen. Einfach, damit das dritte Auge weiß, ihr kümmert euch um es und es ist, ihr habt es gerne und es darf sich jetzt ausbreiten. Es darf einfach ja, euch beschenken mit dieser Sehkraft. Man sieht mit dem dritten Auge nicht so sehr gleich wie mit den physischen Augen. Das ist alles ein bisschen anders. Und bei jedem Menschen ist es auch anders. Und wir werden jetzt am Anfang erstmal das dritte Auge reinigen. Und dann, wenn es gereinigt ist, werden wir es aktivieren und dann mache ich mit euch eine kleine Übung, also alles zusammen. Und ich lege euch das ans Herz. Schaut das Video ruhig immer wieder mal an. Ihr könntet auch, wenn ihr spazieren geht, einfach diese Übung machen, lasst es im Hintergrund laufen. Befolgt jetzt das, was ich so sage. Und dann bin ich so gespannt auf eure Reaktionen, denn ich weiß, also von mir jedenfalls, dass das einen guten Erfolg hat. Und da bin ich natürlich gespannt, wie es jetzt bei euch ist, ihr Lieben. Also wir fangen mal an. Egal, wo du jetzt bist, ob du zu Hause bist oder in der Natur, vielleicht auf einen Spaziergang. Falls du in der Natur bist, dann such dir eine Bank, einen Baum, einen Platz, wo du dich bequem hinsetzen kannst, wo jetzt nicht unbedingt viele Leute sind. Denn es sieht vielleicht komisch aus, was wir jetzt gleich machen. Also such dir einfach prinzipiell einen Platz, wo du ungestört bist. Ja, und dann schließe die Augen, halte deine Hände nach oben und bitte Merlin, deine Handchakren zu aktivieren. In dem Moment spürst du die Energie in deinen Händen als kreisförmige Bewegung. Lege nun eine Hand auf dein drittes und zweites Chakra und lege die andere Hand locker über dein drittes Auge. Spüre nun die Energie von deiner Hand, wie sie dein drittes Auge berührt. Spüre auch, wie dein drittes Auge zu rotieren beginnt. Und nun ziehe die Verunreinigungen einfach heraus. Ziehe die Verunreinigung heraus. Du spürst, wie dein drittes Auge reagiert. Nun tausche die Hände. Lege die andere Hand auf dein zweites und drittes Chakra und nimm die andere Hand nach oben. Denn nun wird dein drittes Auge aktiviert. Spüre die Energie, spüre, wie sich dein drittes Auge bewegt. Du kannst doch deine Hand bewegen. Dann nach einer Weile nimmst du die Hand nach unten zu der anderen Hand. Und nun
Stelle dir einen Gegenstand in deiner Wohnung vor. Einen Stuhl, ein Bett. Stell dir das vor. Lass es vor deinem dritten Auge entstehen. Du wirst in diesem Moment dein drittes Auge sehr stark spüren. Es kann sogar sein, dass du einen kleinen Stich im Kopf spürst. Das hängt alles mit den Energien zusammen. Stell dir einfach jetzt einen Gegenstand vor. Wenn es dir gelungen ist, diesen Gegenstand in voller Klarheit zu sehen, kannst du die Augen wieder öffnen und die Übung ist damit jetzt für dich beendet. Man spürt die Energie noch, deswegen bin ich jetzt so ein bisschen komisch oder fühle mich noch direkt ja, zur Hälfte in der geistigen Welt mit Merlin verbunden und zur anderen Hälfte hier auf der Erde. Komm dann wieder ganz zurück, öffne deine Augen und freue dich einfach darüber, dass du diese Übung machen konntest. Dann lass es sein, denk gar nicht mehr daran, was du gerade getan hast und wiederhole diese Übung morgen noch einmal. Morgen oder übermorgen, also lass dich da auch da nicht unter Druck setzen. Denk einfach dran, dass du es ab und zu mal wiederholst und dir dann immer mehr Gegenstände vorstellst, also nicht nur einen Stuhl, ein Bett, sondern vielleicht dann auch ein komplettes Zimmer. Also arbeite einfach daran, dein drittes Auge zu schulen, dass du dir die Dinge, die in deinem Umfeld sind, vorstellen kannst. Und diese Übung, die aktiviert dein drittes Auge, denn mit dieser Vorstellungskraft hat es das dritte Auge dann viel leichter, dir auch noch andere Bilder zu zeigen, nämlich die Bilder, die du gerne ja sehen möchtest. Und das ist der Sinn und Zweck dieser Übung. Ja, meine Lieben, wenn euch das jetzt gefallen hat, was ich mit euch gemacht habe, dann wäre es doch sehr schön, wenn ihr meinen Kanal aktiviert. Ihr seht hier so eine Kugel, da könnt ihr einfach draufdrücken und teilt auch das Video, damit ganz viele Menschen ja das Vergnügen haben, ihr drittes Auge aktivieren zu können. Habt ganz viel Freude und bis zum nächsten Mal.